Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Woche 24. Ich liebe, wie diese Woche am Ende aussieht, wobei mir alle Layouts in der vergangenen Woche sehr gut gefallen. Ich verwende ein Ellie Edwards Kit und wie ihr sehen könnt, verwende ich sogar Grün und Orange. Das sind nicht wirklich meine Farben, aber in Kombination mit den Fotos hat es einfach nur gepasst gehabt. Es war das Sommerthema und super harmonisch abgerundet. Ich habe noch einen Stempel verwendet. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, das Stempelset kam von Studio Calico. Das war so ein kleines 3x4 Stempelset mit so ein paar Kleinigkeiten, wo man unter anderem quasi Documenting the Details und dann hatte man so verschiedene Formen, die man auf die linke Seite noch in dieses kleine Kästchen stempeln konnte. Dann unten kann man das Datum noch irgendwie reinschreiben und morgens oder abends oder sowas ankreuzen. Und ich habe gedacht, das verwende ich als sich wiederholendes Element auf zwei der Fotos. Dann habe ich natürlich Chipboard. Diese Wood Veneers habe ich versucht unterzubringen, die im Kit kamen und dann wollte ich natürlich die Farben so ein bisschen im Layout verteilen. Ja, Embrace the Little Things, das ist meine Titelkarte für die Woche 24. Ich habe einfach nur ein Label unten drunter gestempelt. Der ist von Papier Studio Shop, den habe ich auch in meinem letzten Video verwendet und habe dann natürlich mal wieder den Datumsstempel von der lieben Jackie verwendet, um das exakte Datum auszustempeln. Denn da die Karte nicht so besonders viel Platz hatte, habe ich mal nochmal durch meinen Stash geguckt, weil ich konnte mich daran erinnern, dass ich mal so ein kleines Datumset hatte mit Woche, Monat und dann den ganzen Tagen. Das war von Felicity Jane. Das habe ich nochmal rausgesucht und habe mir dann quasi diese Kalenderseite genommen und die Woche 24 ausgestempelt. Und dann war da noch so ein kleines Week-Stamp-Ding dabei. Oh mein Gott, ja, wie auch immer. Habe das dann da nebendran gestempelt und ja, die Titelkarte ist eigentlich damit fertig. Ach ja, ich wollte noch, habe ich das? Ich habe es, glaube ich, dran gelassen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, ich wollte dann noch irgendwas dran machen, aber konnte mich dann nicht so recht entscheiden. Ich liebe ja diese kleinen Papierclips und ich muss sie auf jeden Fall mal häufiger nutzen. Ich habe es jetzt an der Karte dran gelassen, weil ich überlegt habe, glaube ich, noch was drunter zu machen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich nochmal zurückgehen werde. Ja, genau. Dann habe ich auch mal wieder eins dieser Layout-Fotos gedruckt. Ich werde hier öfters mal gefragt, was ich da für eine App verwende. Und eigentlich ist es die Epson-Drucker-App. Da gibt es noch, also gibt es zwei Varianten der App, irgendwie für normales Fotodrucken und dann halt auch mit Layouts drucken. Und ich verwende eigentlich einfach nur die App zum Drucken. Da kann man dann auswählen, wie viele Fotos man nehmen will und die verschiedenen Varianten, die es dann nebeneinander angeordnet ist. So, ja, das ist übrigens das Stempelset, was ich auf diesen zwei Fotos da verwendet habe. Und wie gesagt, ja, dann natürlich Chipboard, was halt in dem Set kam. Habe natürlich auch versucht, die Farben so ein bisschen auszugleichen. Ich wollte natürlich das Orange von der linken Seite so ein bisschen aufgreifen. Das Grüne von der rechten Seite findet sich ja auch in dem Foto von meinem Patenkind wieder. Sie ist mit dem Kindergarten fertig und wird jetzt dann in die Schule gehen. Also ich bin total stolz auf meine kleine Maus. Ja, dann habe ich noch ein paar Fotos von Mila. Mila ist ja im Kindergarten, wie ihr wisst, oder ja, Mila ist im Kindergarten, sage ich jetzt einfach mal. Dann habe ich noch ein Foto von unseren Tomaten dazu genommen, weil Mila so gerne die Tomaten gießt. Ja, und dann noch ein Foto von mir und der kleinen Maus und ein Foto von mir mit meinem enormen Gewichtsverlust. Ich habe ja jetzt über die letzten paar Wochen 12 Kilo abgenommen und versuche meine Sommerfigur zu erreichen und es gelingt mir momentan sehr gut. Also da wollte ich einfach mal so eine Doku machen. Und dann habe ich mich noch dazu entschieden, diese Tiny Word Sticker zu nehmen und habe auf den Fotos, die in der Mitte angeordnet sind, jeweils dann auch noch von diesen Tiny Word Stickern was genommen, um das Ganze im Layout zu verteilen. Also ihr wisst ja so ein bisschen dieses wiederholende Element, da rede ich ja häufiger drüber. Und das habe ich dann einfach so zentriert oder konzentriert in der Mitte dann durchgezogen. An der Stelle bin ich fleißig am Überlegen, was ich sonst noch auf meinem Layout machen möchte und
Das Kit kam auch mit einem kleinen Stamp-Set und ich werde mich gleich dazu durchringen, einige der Stempel zu verwenden. Ich habe noch geprüft, was ich noch an Chipboard und anderen Sachen hatte, aber das wäre mir dann zu schwer geworden. Also wie ihr sehen könnt, habe ich ja sehr viele Chipboard-Elemente verwendet, wiederholende Elemente in Form vom Herz. Die Wood-Veneers, das sind alles Elemente, die natürlich ein bisschen Volumen in das Ganze bringen. Und ich wollte noch irgendwas machen, was nicht ganz so arg nach außen steht oder raussteht. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir müssen jetzt einfach mal wieder stempeln. Wir haben schon so lange nicht mehr wirklich Stempel verwendet. Ich habe durch die letzten Wochen so ein bisschen durchgeblättert und gesehen, dass ich eher seltener dann wieder zum Stempel gegriffen habe. Deswegen werden wir jetzt die nächsten Wochen immer wieder mal versuchen, ein paar Stempel unterzubringen. So, jetzt kann es dann endlich mit dem Stempeln losgehen. Ich werde ein paar Sachen ausstempeln. Ich bin mir immer nicht so sicher, was ich am Ende verwende. Was für mich aber immer wieder ganz gut funktioniert, ist, multiple Sachen auszustempeln, auszuschneiden und falls ich sie nicht verwende, als ein Embellishment in meine Boxen zurückzupacken und immer mal wieder das Ganze durchzugehen. Das habe ich auch mal in einem Video, ich weiß es nicht, ist schon etwas länger her, glaube ich, erwähnt, dass das eine ganz gute Variante ist. Ja, ich werde jetzt die ganzen Sachen ausschneiden und noch auf dem Layout platzieren und dann sollte es ja fast fertig sein. Ich glaube, ich werde noch das Lovely aufkleben, das Chipboard-Element auf dem einen Foto von Mila im Sandkasten endgültig platzieren und dann ist mein Layout auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare freuen und wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao!